Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Actual Transformation. Ich bin's wieder, euer Captain Beinlos, und es geht hier heute wieder los. Und ich habe gerade aus Versehen vor der Aufnahme zum falschen Glas gegriffen und da war abgestandene Cola drin und das hat nicht lecker geschmeckt. Und auf jeden Fall möchte ich mich jetzt erstmal ganz herzlich bei euch bedanken für die ganzen Likes, für die ganzen Kommentare unter dem letzten Video. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Habe ich mich wirklich heftig drüber gefreut. Vor allem auch wieder 180 Likes und die Kommentare waren auch alle so: Mach weiter so, mir gefällt das so, wie du das machst und alles so, also wirklich nette Kommentare gewesen, weil ich mich letztes Mal ja so ein ganz bisschen aufgeregt hatte. Sehr, sehr lieb von euch, vielen lieben Dank, Leute. Vor allem, also ihr seht es halt nicht so, weil ihr halt hinterher eine 20-Minuten-Folge seht, aber für mich sind das halt für so eine 20-Minuten-Folge irgendwie 2 Stunden aufnehmen oder so, weil ich halt ja alles schneide und dann immer Dinos suche und das habe ich ja auch nicht mit drin und sowas alles. Und ja, ich könnte halt im Prinzip auch Uncut-Videos hochladen, dann würde ich am Tag wahrscheinlich 8 Videos hochladen, weil in 2 Stunden könntest du 8 Uncut-Videos machen, theoretisch. Aber ich will ja, dass das alles schön geschnitten ist und dass man. Also ich finde es halt irgendwie selber spannender. Ich gucke halt selber auch nur geschnittene Videos fast. Und keine Ahnung, da will ich halt auch, dass ihr was Spannendes seht und nicht, wie ich hier 20 Minuten vielleicht rumfliege und einen Dino suche oder sowas. Von daher weiß ich das sehr zu schätzen, dass ihr zu schätzen wisst, dass ich wieder viel Mühe mache. So, das hat sich jetzt ein bisschen komisch angehört, aber das ist so. Und es ist doch was Gigantisches passiert, nämlich ist das Ark Dev Kit upgedatet worden. Also das so gesehen für die Modder gerade Weihnachten, weil jetzt haben die alle Informationen, die die brauchen, um die Mods weiterzuentwickeln. Und wenn ihr in nächster Zeit in den Steam Workshop geht bei Ark, werdet ihr wahrscheinlich so viele neue Mods sehen zu Aberration und was weiß ich nicht alles, weil die Modder jetzt gerade alle richtig am Durchdrehen sind und ich freue mich schon richtig drauf und ich hoffe, dass Transformation dann auch bald geupdatet wird und dass wir vielleicht wieder Beine haben und dass vielleicht Alpha Rock Drakes oder Beta Rock Drakes oder was weiß ich, was hier dazu kommt, das wäre halt so krass. Ich freue mich schon riesig drauf, was die Modder draus machen. Vielleicht auch bei Prom, vielleicht kommen da auch irgendwelche Sachen dazu. Wäre natürlich mega krass. So, jetzt habe ich ganz schön viel gelabert. Ich habe schon was sehr, sehr Schönes gesehen. Und ich will sagen, da gehen wir jetzt direkt mal hin. Nämlich ist hier eine Pro Boot Motor Level 600. Ist das nice oder ist das nice? Aber daneben ist direkt ein Chief Boot Motor. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich das machen soll. Kann ich den Beta Griffin vielleicht den Chief killen und die andere stehen lassen? Oder du gehst halt einfach drauf und verbrennst. Schade. Der alte Beta Griffin wäre nicht verbrannt. Oh mein Gott, was ist da noch zwischen? Da ist irgendwas Brennendes zwischen, irgendwas anderes Komisches. Ah, das ist tot anscheinend. Das war wahrscheinlich nur ein brennender Sebertuch. Okay. Die Frage ist, wie mache ich das Ganze? Kann ich die Mutter, die Chief-Dings, one-shotten? 800.000 Leben, sollte ich schaffen, wenn die ein bisschen auseinanderlaufen. Ich will halt nicht meine treffen, dann ist halt Game Over, dann weine ich. Ich weiß nicht, ob ich die. Oh Gott, so, wenn ich mich jetzt so stelle, vielleicht. Okay, hast du weg, hast du weg. Easy, easy, easy. Oh mein Gott, das war echt easy. Ah, damit habe ich nicht gerechnet. Das geht jetzt voll in die Hose. Okay, und die andere ziehen wir uns auf jeden Fall. Level 600 können wir nicht stehen lassen, Leute. Ah, bleibt doch ruhig im Wasser, das ist sogar noch besser. Ich will nur nicht wieder länger drauf schießen, weil da müssen wir echt einen guten Tame hinbekommen. Ich weiß nicht, was uns gerade angreift. Ach so, anscheinend irgendwelche doofen Käfer. Ist die schon down? Da ist schon down. Die ist echt schon down. Was geht? Warum geht die immer so schnell down? Aber ich weiß nicht. Habe ich danach nochmal drauf geschossen? Du komisches Ameisenvieh. Willst du mir jetzt auf den Sack gehen oder was? Komm her. Wo bist du? Wo bist du? Kommst du wieder? Kämpf mit mir. Ich habe es gerade noch fliegen sehen. Anscheinend weiß er selber, dass es keine gute Idee ist. Aber was geht bei dir? Meine neue OP-Brutmutter? Alles Klärchen? Prumfut? Da? Hier kriegst du noch mehr. Gönn dir. Und hier. Nice. Und 899 rausgekommen. Perfect. Hey, Brutmutter, Mann. Oh mein Gott, nice. Ah, so gut. Oh Gott, das ist halt echt so heftig. Hat die eigentlich Geschlecht? Nee, leider nicht. Oh, schade. Alter, das ist halt. Oh, du bist ein Schmuckstück. Ich liebe dich. Oh Gott, die ist halt so schön. Level 899. So, du gehst jetzt erstmal zu den Dinos. So, und ich würde sagen, ich guck mal weiter, was ich noch so alles Schönes finden kann. Weil die werden wir auf jeden Fall auch entwickeln, glaube ich. Eigentlich will ich unser Quetz auch noch entwickeln.
Was schießt denn jetzt schon wieder rum? Wer schießt auf mich? Wer will einen Kampf? Hier irgendwo? Anscheinend nicht. Ja, wäre auch besser für dich, dass du dich versteckst. Hier ist noch eine Brutmutter. 540, Alter. Was geht bei den Leveln? Aber die würde ich jetzt verprügeln, weil wir haben jetzt zwei Stück und sind eigentlich zufrieden, würde ich sagen. Hier, gib mir deinen ganzen komischen Kram. Deine komischen Hero-Skins und was weiß ich nicht alles. Brauche ich zwar nicht, aber gib mir die trotzdem. Okay. Ja, ich würde sagen, ich gucke ein bisschen weiter, was ich noch so Schönes finden kann heute. Und dann treffen wir uns wieder, wenn ich wieder was Schönes habe. Bis gleich. Leute, hier haben wir auf jeden Fall unser nächstes Schätzchen gefunden. Guckt euch das an! 580er Pro Giga. 580, Mann! Oh Gott, ich habe noch nie so gut gesehen. Und den wollen wir auf jeden Fall mitnehmen. Und ich habe ein bisschen Angst, dass der Rex jetzt hier vielleicht hier in die Quere kommen könnte. Verpiss dich mal bitte, danke. So, und können wir dich jetzt halbwegs in Ruhe zähmen, ohne dass du uns beißt, vielleicht nach Möglichkeit? Warum kommen da so Blitze aus dir raus? Das sieht ganz schön gefährlich aus, Kollege. Hast du leichte Probleme? Können wir so schießen? Können wir. Bleib stehen. Bitte. Nicht so viel bewegen. Bitte. Dann treffe ich vielleicht auch mal was. Ich treffe aber gerade. Okay, wir machen so weiter. Bleib einfach so stehen. Nein, nicht rennen. Oh, ich hab gesagt, nicht rennen. Okay, wir haben das im Griff. Natürlich. Wie soll es auch anders? Ich habe richtig Angst, da drauf zu schießen, während er down ist. Weil ich glaube, der rennt nicht umsonst. Ah, er ist down, er ist down, er ist down. Oh mein Gott, bitte, ihr ganzen bösen Sachen, die ihr seid, bitte nicht zu meinem Giga gehen. Könnt ihr aufhören? Seid lieb. So, wer ist hier noch? Okay, der Griffin. Komm her, Griffin. Griffin, nein, wo rennst du hin? Bleib doch bei mir. Komm her, wir campen hier, Kollege. Okay, du bist auch weg. Sehr gut. Wer will noch? Der Giga hier. Ich hätte im Sturzflug gehen sollen, weil der hat ganz viel Leben. Aber das ist. Oh mein Gott, der hat echt so viel Leben. Lass mich kurz raus. Einmal. Danke. Und. Weg mit dir, Junge! Oder auch nicht. Oh doch. Okay. Und. Beißt der auf meinem Giga rum? Sag mir, dass der nicht auf meinem Giga rumbeißt. Ey, komm mit. Gigas. Beißt nicht auf Gigas rum. Hab ich gehört. Okay. Alles ruhig? Da hinten ist halt so ein Pro-Mammut und da ist noch irgendwas. Ah, der Bone Rex hat den ganz schön aufgegessen. Okay. So. Sind wir bereit? Haben wir jetzt unsere. Ah, ne, das Mammut ist immer noch da. Oh Gott, ich habe mir gerade ein bisschen in die Hose gemacht. Aber sagt's keinem. So. Da, das da rein. Und das da rein. Und zähmen, bitte schnell. Bevor wieder irgendwo. Wie sowas kommt wie das da. Okay. Wir schicken die ganz schnell nach Hause und dann verprügeln wir, glaube ich, alles, was da hinten ist, weil ich glaube, dass wir davon nichts brauchen werden. So. Dinos. Tschüssi. Alter, der wird auch nice. Und den müssen wir eigentlich auch. Wir müssen so viel entwickeln, verdammt. Okay. So, jetzt gucken wir mal hier. Ich habe nämlich gerade schon so einen schieften Griffin gewone-shottet fast. Von daher sollte das eigentlich nicht das Problem sein. Und die geben uns Potions. Und was ist hier los? Pro Mammut. Level 20 gewinnt gegen den Pro Rex, der 220 ist. Okay, kann man auf jeden Fall mal machen. Aber gegen mich gewinnt hier keiner. KS! Haha! So, habe ich alle getötet. Und jetzt noch der Griffin. Weil der gibt uns die Potions zum Entwickeln, hoffe ich. Oder er gibt uns halt einfach gar nichts. Das kann er natürlich auch mal machen. Hast du irgendwas Schönes? Du hast ja echt Nubbel. Danke dafür. Otter Pro Otter Warrior? Wie bitte was? Wir brauchen sowas in unserem Leben. Ich weiß nicht, ob wir das diese Folge schaffen. Ob wir das diese Folge? Soll ich jetzt nach einem Pro Otter Warrior suchen gehen oder soll ich jetzt nach. Soll ich jetzt entwickeln? Ich bin mir gerade unsicher. Ich will einen Pro Otter Warrior. Und wer schießt hier schon wieder rum? Bist du das? Hör auf damit. Hör auf, Leute zu quälen. Mr. Naruto Heini, wo ich gerade den Namen nicht weiß. Wie heißt der? Takashi? Takashi, was geht? Abgebaut, Junge. Okay, ja, ich würde sagen. Kommt das so vor? Ist das hier ganz schön rot? Ah.
Okay, ja, ich würde sagen, ich gucke mich einfach mal um, ob ich so einen Chrome Otter Warrior Dingsbums finden kann. Und wenn ja, dann ziehen wir den, glaube ich. Bis gleich. Leute, ich bin wieder am Start und ich habe tatsächlich so einen Chrome Otter Warrior gefunden. Das sogar relativ schnell. Der lag so halbwegs auf dem Heimweg oder ich habe mich einfach nur verirrt. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade genau bin. Aber auf jeden Fall ist da auch ein Chrome Otter. Der ist richtig süß, aber der hat 242 Millionen Turbo oder so. Und der hat 600.000. Ich könnte mir fast vorstellen, dass das ein Passive Tame ist und das nicht. Aber ich würde es fast gerne lieber ausprobieren und einfach mal rangehen und probieren. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, was ich hier gerade mache. Hey, na? Fisch! Du willst ernsthaft Fisch? Du auch? Ihr wollt beide Fisch? Wo soll ich denn jetzt Fisch herbekommen? Hier ist nicht mal Wasser in der Nähe, oder? Ist hier Wasser in der Nähe? Okay, mich hat ein Chrome-Shooter angegriffen. Ich hab's nicht mal mitbekommen. Wo kommen eigentlich im Moment diese ganzen komischen Dinger her? Aber ist hier Wasser in der Nähe? Und sind die Fische in der Nähe? Als ob ich die normal mit Fisch ziehen muss. Das wird ja die totale Qual. Da ist Wasser. Aber wie soll ich denn den Fisch von da dahin schleppen? Wir gucken mal. Wir gucken einfach mal, ob hier überhaupt Fische drin sind. Okay. Hier ist auf jeden Fall vieles drin. Jetzt ziehe ich mein Ultraschwert raus. Fischies? Fischies? Ah, du bist kein Fisch. Fischies? Wer? Hör auf. Sag, du willst dich nicht mit mir anlegen. Du bist geschockt. Ich wusste nicht mal, dass mein Schwert schocken kann. Aber anscheinend kann es schocken. Und jetzt kann ich auf mich schießen. Haha. Was sagst du jetzt, Junge? Gibt's ja auch sowas wie Fische und gibt's auch irgendwas, was nicht mein Griffin angreift eigentlich? Okay, greift er mich weiter an. Obwohl, vielleicht machst du Blutungsschaden. Ich habe keine Ahnung. Ich komm doch lieber einmal zurück. Hör auf, den in den Po zu beißen. Das mag mein Griffin nicht. Okay, wir gucken weiter. Fische? Ey, oh, Entschuldigung. Als ob hier nicht ein Fisch irgendwo drin ist. Warum ist denn das Spiel so? Das gönnt ihr aber gar nicht. Nicht mal Piranha oder sowas? Okay. Ich glaube, wir haben leichte Probleme mit unserem Otter-Zähmen vielleicht. Weil ich werde keinen Fisch über die halbe Map schleppen. Das hier ist mir eigentlich schon fast zu weit. Das ist richtig problematisch. Oh Mann, ich will so gern einen haben. Warum kann man den nicht mit Promptwood Force dingsen? Sieht halt echt nicht so aus, als wenn hier irgendwo ein Fisch ist. Hier ist ein Fisch! Oder nicht? Nein, okay, das ist doch kein Fisch. Wenn man sich freut, wenn man einen Fisch sieht. Ja, Leute, ich glaube, unser Otter wird doch nichts. Oh Mann, das ist schade. Kann er nicht irgendwie näher an irgendwas sein, was nicht. Alter, nee, ich müsste so weit einen Fisch dahin schleppen. Ich will ihn jetzt einfach mal probeweise ausnocken. Ja, ich finde ihn wieder. Ich wollte gerade sagen, wenn ich ihn überhaupt wiederfinde. Und den Promo reinmachen, einfach weil wir es können. Oh mein Gott, der sieht böse aus. Ah, jetzt fliegst du, ne? Oh, jetzt habe ich nochmal drauf geschossen. Ne, wir können nicht drauf zugreifen. Wir müssen den wirklich passive tame. Oh mein Gott. Oh, du siehst so süß aus. Wir hätten so gute Freunde sein können. Aber okay. Wir haben wohl doch keine Freunde. Schade. Okay, ich mache mich auf den Weg nach Hause und gucke, ob wir ein bisschen was entwickeln können und ein bisschen was testen können. Bis gleich. Leute, wir sind wieder am Start, auch im Regen natürlich. Natürlich muss es direkt anfangen zu regnen, wenn ich wieder aufnehmen will. Auf jeden Fall haben wir hier unsere Wutmutter und unsere Giga und ich habe diese Seite schon soweit vorbereitet. Ich habe ein Brutmutterseil komplett geupgradet, 1300 Rüstung. Ich habe keine Poison-Dinger oder habe ich vielleicht doch irgendwo? Ja, habe ich. Wollen wir Poison machen? Speed klingt für mich ziemlich schlecht und ich glaube, ich habe nicht mal eine Speed Potion. Von daher machen wir, glaube ich, den Poison und nehmen den Seil runter, bevor der weg ist. Ja, easy. Okay, der entwickelt sich schon mal. Und hier für den Giga
habe ich auch ein Seil und den habe ich gedroppt bekommen. Der hat sogar noch mehr Rüstung als 1300. Der hat nämlich 1368. Jetzt nicht so viel mehr, aber es ist mehr. Und ich stelle mir mal ein bisschen weg, damit die Spinne sich auch in Ruhe entwickeln kann, ja? Die braucht ihren Freiraum. Alter, ich finde, das sieht so nice aus, ne? Oh mein Gott. So, okay. Giga, du wirst jetzt aber auch entwickelt, denke ich. Was haben wir denn so zur Auswahl? Wir haben Speed, Power und Lightning. Lightning haben wir rausgefunden, macht halt nur der Blitz richtig Schaden. Von daher würde ich ganz gerne wieder Power gehen, weil Speed haben wir sowieso nicht am Start. Hier, zack. Das da rein, zack. Eine Power Potion da rein, zack. Die andere ist entwickelt und rennt direkt in uns rein. Da und Seil wieder runter und warten. Du kommst mit. Oh mein Gott, die sieht halt auch richtig nice aus. Was geht? Die sieht halt echt cool aus. Aber die hat ein Level verloren. Warum hat sie ein Level verloren? Die war vorher 899, jetzt ist die 898. Ark, warum machst du diese? Meine Spinne sollte doch die beste sein, so gut wie keiner war. Komm näher, um zu reiten, okay. Komm ich halt näher. So. Alter, ich will damit gerne mal versuchen, irgendwas auszunocken. Das müssen wir halt gleich mal machen. C-Angriff? Okay, das sind halt diese Bälle. Okay. Das macht Sinn. Wie sieht es bei dir aus, Giga? Bist du am Entwickeln, mein Freund? Oh mein Gott, aus dem Mund strahlt das einfach mal so richtig pink raus. So, dann packen wir da noch einen Sattel wieder drauf, den ich hoffentlich runtergenommen habe. Habe ich den Gigaseil eigentlich runtergenommen? Ich habe doch Gigaseil runtergenommen, bin ich blöd? Ah. Habe ich den wirklich nicht runtergenommen? Bin ich so verwirrt? Werde ich langsam alt? Vielleicht. Och nö, der war besser als normaler, als ich ihn upgraden könnte. Also mir ist das jetzt nicht zu schade um die Materialien oder so. Das ist jetzt nicht so schlimm, weil wir sind über Transformation, können den ganzen Tag Seil grinden und haben alles, was wir wollen. Aber ist halt ein bisschen schade so. Ah, ich habe hier schon einen gecraftet gehabt und habe dann erst gesehen, dass ich einen besseren habe. Obwohl ich habe sogar einen mit 1000. Ne, das ist ein Endom. Okay, da müssen wir ihn wohl neu upgraden. Wahrscheinlich bin ich einfach nur durcheinander. Oder ich gucke hinterher in die Aufnahme rein und habe den irgendwo komisch reingepackt oder sowas. Und wir brauchen mehr Fasern. Fasern, wo seid ihr? Hier. Oh, wir haben ja fast gar keine Fasern mehr. Schade. Pull. Upgrade. 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 800 Rüstung. Hier nochmal rein. Oh, das ist jetzt echt schade, Mann. Warum bin ich auch so ein Trottel? Eigentlich will ich euch das ersparen, dass ich hier jetzt die ganze Zeit Upgrade drücke, aber. Ah, es geht relativ fix. Ich bin Speedclicker, ihr seht das schon. So, 1300 Rüstung. So. Wir haben jetzt wieder einen Sattel. Hat normale Rüstung, nicht 1368, aber ist auch okay. Wie kann, ey? Ich bin immer noch überfragt, okay. Wahrscheinlich spult ihr gerade zurück und wisst direkt. Was ist das für ein Trollen? Der hat den Sattel nicht runtergenommen. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich den wirklich nicht runtergenommen habe. So. Warum packe ich da jetzt eine Power Potion rein? Ich kann die doch mal in Power entwickeln. Ich wünschte, man könnte die doch mal in Power entwickeln. Power Power. Giga. Dings. Aber was wollen wir jetzt? Ja, als erstes den Giga ausprobieren. Auf jeden Fall, Mann. Der Giga ist, glaube ich, richtig nice. So. Und auf jeden Fall auch richtig schnell. 59.000 vom Start. Ehrlich jetzt? Ich liebe die Power, die ist so rechtsklick. Okay, ist wieder dieser Schrei, okay. Und C? C hat er nicht. Okay. Dann schreien wir halt doch nur rum und greifen nicht an. So. Wer will? Schlange, willst du meine Stärke spüren? Ich hoffe, wir kommen unterwegs an irgendwas lang, was ein bisschen chromig und stark ist. Aber so wie ich mein Glück kenne, laufen wir wieder an gar nichts vorbei. Aber es ist okay. Und Level-Up-Counter rein in die Olga. Zack. Und leveln. Ich finde das so nice, dass es die ganze Zeit Chrome craftet. Eigentlich muss ich mal in die ganzen anderen Chrome-Dinos reingucken, ob ich da noch richtig viel Chrome-Kristalle rumliegen habe. Das kann nämlich gut sein. So, wer will? Hey, wollt ihr? Jetzt schon fast 1 Million Schaden und ich habe noch nicht viel geskillt. Und da ist schon was Mieses. Aber ich glaube, das ist uns ein bisschen zu mies gerade. Vor allem, weil er Schaden zurückwirft. Und das ist nicht so cool bei dem Giga hier, weil der macht echt viel Schaden.
Also noch macht er nicht so viel Schaden. Aber ich glaube, wenn er am Ende ausgelevelt ist, macht er echt viel Schaden. Warum nicht was anderes Cooles? Warum muss das sowas sein, was uns selber tötet? Ich will nämlich meinen Giga nicht gleich wieder verlieren. Junge, wie der einfach die Betas auseinander nimmt. Ja, was wollt ihr? Legt euch nicht an. Und ich weiß, dass du ein mieser Boss bist. Brauchst gar nicht erst die Musik anmachen. Okay, so. Das hat Level gegeben. Sehr gut. Vom Damage sind wir dann ausgelevelt. Ich weiß nicht, ob wir uns echt, wollen wir uns echt mit dem anlegen. Aber ich hätte schon irgendwie Lust, aber ich will den eigentlich auch nicht verlieren. Der ist echt gutes Level. So. Und. Ich brauche auf jeden Fall. 200 oben? Movement Speed? Wir verschwenden halt gerade ein paar Level im Movement Speed, aber ich wäre halt. Oh, ja. Das ist gut, das ist gut. Okay, du hast halt echt zu wenig Leben eigentlich. Aber ich meine, dass unser anderer Chrome Griffin oder so auch recht wenig Leben hatte und wir uns mit dem angelegt haben. Ne, unser Drache war das, unser Chrome Drache. Was läuft hier rum? Ah, Chrome Trike. Hey, na? 3 Millionen Schaden ist halt schon echt. Nice. Oh, ich würde mich gerne mit dem anlegen, aber ich traue mich nicht. Oh, da bin ich mal eben ein bisschen teleportiert. Oh, hallo vom Megalo Chief Dings. Ah, das hat auch nicht so lange mit dir gehalten, Kollege. Alter, einfach Chief one-shotted. Kann man machen. So, wollen wir hier Rechtsklick reinmachen. Ey, weg mit euch. Oh, das ist so nice! Oh mein Gott, das ist so nice. Ah, vielleicht liebe ich die Probe, die das ab und zu ein bisschen hat. Der Rage Beater? Nein, oder nicht? Okay, der hat nicht mal Fallschaden bekommen gerade. Der kann sogar springen! Wir springen einfach den Hügel entlang. Warum laufen wir auch? Springen kann. Da ist ein Indom. Ich suche schon die ganze Zeit einen guten Indom, aber. Bis jetzt kein Glück gehabt, das ist auch nicht unser neuer bester Freund. Schade. So, hier. Da, du kriegst auch auf den Sack. Und du auch. Was denkst du, wie du dich anlegst? Wieso ist da ein Stein gebrochen? Was zum Teufel? Ich bin doch voll weit von weg. Ah, ich dachte, jetzt brechen die auch. Ah. Ich achte gerade nur auf die Steine, ob die Steine brechen. Wo brechen die Steine? Wie weit weg, warte. Ich laufe halt hier so lang. Leute, ich laufe halt voll an denen vorbei und die brechen schon. Okay. Kann man auf jeden Fall machen. Habe ich nichts gegen. Ist doch irgendwas krasses, was wir ein bisschen verprügeln können? Ja, Petanodons sind jetzt eher weniger krass. Okay. Ja, fallen wir halt. Wir kriegen halt echt keinen Fallschaden. Oh mein Gott, das ist so gut. Alter, ich liebe den Giga jetzt schon. Na? Die Opfer? Ihr seid ja keine Probe-Dios, ihr könnt euch nicht anlegen. Da ist hier echt gar nichts mehr. Ah, Kletzer, das krieg. Oh, krieg ich das aus der Luft? Ey, das ist gestorben, oder? Ja, es ist echt. Was geht? Okay, das hat voll die große, Range. Alter. Oh, ich liebe es. Ich liebe es echt. Und das war keine McDonalds-Werbung. Hä, wo bin ich überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Aber ich würde sagen, Leute, das war's auch für diese Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Werte freuen. Dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch allen noch einen ganz, ganz schönen Tag und tschüss.